Anna. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Ich habe heute ein Frisurenvideo für euch. Da kam schon länger keins mehr und deswegen hatte ich heute doppelt Bock drauf, für euch eins zu drehen. Und wie ihr wahrscheinlich schon oben oder unten im Titeltext sehen könnt, geht es um meine Alltagsfrisuren, die ich persönlich super in meinen Alltag integrieren kann, weil sie nur 2 Minuten dauern und super schnell gehen und ich finde doch ein bisschen schick aussehen. Das ist jetzt kein neues Format hier auf YouTube. Ihr werdet die ein oder andere Frisur bestimmt schon mal hier gesehen haben. Und ja, es wird euch alles ein bisschen bekannt vorkommen, aber jeder geht doch ein bisschen anders an die Frisur heran. Jeder macht sie irgendwie anders. Und deswegen habe ich mir gedacht, drehe ich dieses Video für euch und ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei. Ich beginne direkt mit der ersten Frisur, die ich sehr, sehr oft im Alltag trage. Also ich würde fast sagen, jeden zweiten Tag, und das ist die Frisur, die ich neben offenem Haar wirklich am meisten trage. Und ihr habt das wahrscheinlich auch schon auf Instagram gesehen, dass ich sehr gerne einen Highband trage. Und wie ich den immer mache, das wollte ich euch jetzt zeigen, weil er wirklich auch unter 2 Minuten geht. Super einfach ist und ich finde auch mal richtig schick aussieht. Ich mache mir erstmal einen Pferdeschwanz. Dafür nehme ich ganz normale Haargummis hier von Primark. Ich nehme davon immer 2, weil die mir nicht doll genug halten. Achtet darauf, dass da nicht so ein Metallplättchen zwischen ist, weil das die Haare kaputt macht und die hier ein bisschen weniger. Genau, und ich kämme jetzt einfach mal meine Haare nach hinten und tue so, als würde ich mir einfach einen Pferdeschwanz machen. So, das ist bisher jetzt erstmal ein sehr strenger Pferdeschwanz. Finde ich auch mal ganz schön, aber ist jetzt nicht Teil dieses Videos, weil es einfach zu einfach ist und ja, ich denke, jeder weiß, wie man sich einen Pferdeschwanz bindet. Dann kommen wir ja zu dem eigentlichen Teil, der auch genauso schnell geht. Ich habe jetzt hier so eine Invisibubble, das ist durchsichtig, ich weiß nicht, ob ihr das so gut in der Kamera erkennen könnt. Und ich nehme mir jetzt die Strähne und zwirbel die so ein bisschen ein und lege die wie eine Schnecke um die eigene Achse sozusagen. Und jetzt habe ich hier schon das Invisibubble am Handgelenk und ziehe das einfach hier rüber. Zack, zack, zack. So, jetzt ist das Ganze hier oben sehr streng. Das mag ich immer nicht so gerne. Deswegen ziehe ich mir das Ganze ein bisschen voluminöser auseinander und tada! Fertig ist der Haiban. Ihr könnt jetzt natürlich noch hier vorne ein bisschen Haare rausziehen, je nachdem wie ihr das mögt. Ich mag das auch mal, wenn es richtig schön streng zur Seite sitzt. Ja, und das zu meiner Frisur Nummer 1. Und dann kommen wir auch schon direkt zu Frisur Nummer 2, die ebenfalls auf einen Pferdeschwanz aufbaut. Wie ihr seht, habe ich den Pferdeschwanz ein bisschen höher angesetzt. So mag ich das eigentlich immer am liebsten. Und das ist auch wirklich super einfach. Ihr benötigt dafür eine kleine Bobbypin und ich schlage den Zopf dann so ein bisschen nach vorne. Nehme mir diese so eine untere Strähne hier. So. Nehme den Zopf wieder nach hinten und wickel diese eine Strähne um das hässliche schwarze Zopfgummi herum. Bis ich nur noch die Spitze habe. Ich achte darauf, dass ich die Spitze so, wenn möglich, unter das Zopfgummi lege. Dann klappe ich den Zopf wieder nach vorne. Und jetzt kommt die Bobbypin zum Einsatz. Die stecke ich einfach an die Spitze heran und stecke das Ganze ein bisschen fest. Ziehe das Ganze ein bisschen fest und zopfe wieder nach hinten. Tada! Frisur Nummer 2 ist fertig. Und jetzt kommen wir zur dritten Frisur. Hierfür nehme ich mir von hier vorne eine kleine Strähne weg. Und wie einige von euch wissen, bin ich kein Flechtgenie, also ich kann das wirklich überhaupt nicht. Was ich aber kann, ist einzwirbeln und das mache ich jetzt. Ich nehme hier 2 Strähnchen, lege die übereinander und nehme von vorne immer eine dazu. So, bis übers Ohr
Und das Ganze pinne ich jetzt mit einer Bobbypin fest. Wer möchte, kann das jetzt so lassen. Ich mache ganz gerne noch die zweite Seite nach demselben Prinzip. Und dann bin ich auch schon mit der dritten Frisur fertig. So sieht das Ganze aus. Wer mag, kann sich jetzt noch einen tiefen Pferdeschwanz reinbinden. Das mag ich persönlich auch immer sehr gerne mit einem antupierten Hinterkopf. Das alles ist jetzt sehr unsauber. Aber ich denke, das Prinzip ist klar. Und ihr seht, man kann unter den Frisuren ein bisschen miteinander spielen. Das finde ich persönlich sehr toll. Und das macht es mir auch so einfach, das Ganze in den Alltag zu integrieren. Jedes Video geht irgendwann mal zu Ende, so auch dieses hier. Ich freue mich, dass ihr bis zum Schluss dran geblieben seid und ja, ich hoffe natürlich, dass ihr Spaß hattet und dass ich euch ein bisschen inspirieren konnte und Lust auf Frisuren machen konnte. Probiert es einfach mal aus und ich würde mich natürlich auch sehr, sehr freuen, wenn wir uns in meinem nächsten Video wiedersehen.